Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Gothic, wo wir uns im Schläfertempel umherirren. Irgendwie irritiert mich da der Bildschirmfehler direkt vor mir so ein bisschen. Tut mir leid. Ja, wir befinden uns im Schläfertempel, lösen hier jede Menge tolle Rätsel, zum Beispiel, dass wir Pfeile auf irgendwas schießen müssen. Und als letztes haben wir hier ein Pfeilschießrätsel gelöst, um diese Tür hier aufzumachen. Und jetzt haben wir hier irgendwas gefunden. Interessant. Das da oben sieht wieder so aus, als könnten wir da Pfeile drauf schießen. Jetzt, wo ich da mal drüber nachdenke, irgendwie sieht das so ein bisschen danach aus. Ja, da sind wieder so eine Ziele. Okay. Es gab gerade ein Geräusch, aber nichts besonders Prägnantes. Da oben. Da oben musst du drauf schießen, Miets. Nee, nicht da unten. Unten ist doch gar nichts. Da oben, genau. Weird. Irgendwie sieht diese Wand hier auch so ein bisschen aus, als würde sie sich bewegen, ja. Aber keine Ahnung, vielleicht muss ich da andersrum drauf schießen. Erst links, dann rechts. Oder mehrmals auf eins. Erst links. Nee, nicht nach links. Nach rechts wollte ich gerne. Nein, nicht nach links, Beats. Genau. Weird. Hat sich vielleicht im anderen Raum irgendwas geöffnet, aber ich glaube, da war doch nichts mehr, was ich noch hätte öffnen können. Oder gibt es hier noch irgendwelche Schalter, die ich hätte beschießen können? Nicht, dass ich vielleicht wieder erst den Schalter hier einmal aktivieren muss, um irgendwas auszulösen oder sowas. Ich probiere das nochmal. Ich weiß noch nicht, was das ist. Also mir ist bisher dieser Schalter in dem anderen Raum überhaupt noch nie aufgefallen, glaube ich. Aber ich probiere es einfach nochmal, wenn ich schon mal hier bin. Wie, gab es jetzt kein Geräusch diesmal? Es passiert auch nichts. Ne, hier passiert nichts mehr. Seltsam. Ist hier vielleicht irgendwo ein Schalter bei dieser blutverschmierten Wand? Ne, sieht auch nicht so aus. Tja, dann weiß ich es wirklich nicht. Hier ist, glaube ich, auch nichts mehr. Sonst irgendwie da oben oder so vielleicht? Nee. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde es so komisch, dass ich, wenn ich da drauf schieße auf diese Schalter, dass es dann ein Geräusch gibt. Naja, ansonsten haben wir hier auch noch hier Schalter auf dem Boden, wieder mit Farben. Das ist interessant. Gibt es vielleicht wieder einen Farbcode in der Nähe von der Tür, wo wir lang wollen? Da gucken wir doch mal eben schnell. Aber ich sehe hier irgendwie nichts. Es gibt nur wieder schöne Reliefs, aber keine Farben. Dann versuche ich doch einfach mal den Farbcode, den wir am Anfang schon mal benutzen mussten. Also war ja orange, gelb, blau. Das ist zumindest orange. Das hier sieht nach gelb aus. Und das. Ja, das könnte man als blau durchgehen lassen, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich versuch's einfach mal. Also orange haben wir, dann machen wir jetzt gelb. Natürlich blau. Okay, anscheinend hat das zu dem geführt, was wir wollten. Das ist doch erfreulich. Na gut. Aber jetzt hat sich immer noch nicht geklärt, wozu diese Dinger da oben sind. Das finde ich. Ich finde die sehr irritierend. Vielleicht lese ich mir nach der Folge mal irgendwelche alten Forum-Threads durch, wo es vielleicht einen Hinweis darauf gibt, was da ist, weil mir bisher sind die mir überhaupt nicht aufgefallen. Vielleicht gibt es ja noch irgendein großes Geheimnis hier, das ich noch nicht kenne. Das wäre doch mal was Neues. Und hier liegt weiter Gorboba, der sich uns in den Weg stellen wollte, dabei aber nicht so viel Erfolg hatte. Hi. Ach, komm schon.
Müsste ich mich erst schlagen lassen, damit auch was zu blocken. Ich finde das blöd, aber gut. Du willst doch gar nicht schlagen. Das ist mir egal, ich nehme jeden Vorteil, den ich kriege. Ja, komm doch her. Feige Templersau. Irgendjemand hat gerade noch eine Waffe gezogen. Es kam irgendwie von links. Zumindest hört es sich für mich so an. Da ist tatsächlich noch ein Templer. Komm her, Mietz. Seid doch bescheuert, ne? Also was lernt denn der Templerschule eigentlich heutzutage noch? Vielleicht sollte ich die umbringen, bevor sie wieder aufstehen. Auch wenn sie in der Templerschule anscheinend nicht mehr so viel lernen, muss ich doch hier sicher gehen, dass sie nicht wieder aufstehen. Aber ich finde es echt nett, dass du wartest, während ich ihn umbringe. Finde ich sehr nett, Templer. Danke. Tempelwächter. Komische Templer. Wenn ich auf meinen Feind zurenne, dann ziehe ich meine Waffe. Ansonsten, wenn ich auf einen Feind zurenne mit so einer großen Waffe, wie ich sie trage, dann hat man dann leider das Problem, dass man, bis man die Waffe gezogen hat, kann man schon längst tot sein. Aber da ist noch so ein Ork. Hey! Die ziehen auch nicht ihre Waffen. Ich weiß nicht, also ich schleiche überhaupt nicht. Und ich will auch nicht immer warten, bis die ihre Waffen gezogen haben. Deswegen. Tut mir leid, dass ich diese künstlichen Intelligenzaussetzer, die Waffen hier anscheinend manchmal hat, noch ausnutzen. Es tut mir leid! Na gut, hier ist noch eine Kiste. Fackel, magische Energietrank und Heiltrank, Stärketrank war das, glaube ich, gerade. Pfeile und ein weiterer Ring der Unbesiegbarkeit. Ich glaube, wir hatten schon einen so einen Ring mal gekauft. Aber der andere, den wir tragen, ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Jetzt tragen wir noch einen 10 Schutz vor Waffen, 10 Schutz vor Pfeilen. Und der Ring Unbesiegbarkeit hat das auch. Und plus noch einen Schutz vor Feuer und Schutz vor Magie. Deswegen trage ich den jetzt mal. Na gut. Was ist denn hier unten eigentlich? Interessiert mich. Eine Höhle. Interessant. Gehen wir mal da. Kann man da runter? Ja, gut. Gucken wir mal, was hier ist. Sieht irgendwie nach einer Crawler-Höhle aus, so ein bisschen. Sind hier Crawler? Crawler? Ah! Na gut, das waren Crawler. Und sie haben einen Trank bewacht, eine Barbarenfaust, Minecrawler-Eier und noch irgendwas? Noch ein Trank. Natürlich. Warum auch nicht? Und noch ein Minecrawler-Ei? Weiß doch nicht, was ich damit will, aber ich kann es mal machen. Was ist denn diese Barbarenfaust? Ach, die ist noch besser als die Kriegerstimme. Das ist eine richtig fette Axt hier. Kann das ja mal... Oh, ich habe gerade kein Licht so richtig. So. Nee. Sieht man schon hier so eine schöne zweiblättrige Axt. Aber ich werde bei dem Schwert bleiben. Auch wenn das ein bisschen weniger Schaden macht, finde ich das wesentlich hübscher. Deswegen werde ich das Schwert tragen. Und hier gibt es noch eine Höhle. Wahrscheinlich gibt es hier noch weitere Crawler, würde ich mal vermuten. Schauen wir mal. Das sieht ja aber irgendwie nicht nach Crawlern aus. Interessant. Das ist eine Kiste. Skelette. Bolzen, Fackeln und Mana trinken, ein Amulett, eine Heilungsschriftrolle und jede Menge Erz. Interessant. Aha. Oh, es liegt ein Tagebuch auf dem Tisch. Tja, weil gerade keiner anschalten macht, dass ihm das gehört, kann ich ja erstmal noch den Stärketrank trinken, den wir gerade gefunden hatten. Und dann mal nach dem Tagebuch gucken. Wo ist das denn hier? Da, Tagebuch. Ein altes, verschlissenes Buch. Es fehlen Seiten. Okay. Okay, ich glaube, ich lese das mal vor. 23. Tag. Ich habe das Zeitgefühl verloren. Ich schätze, es ist 23 Tage her, seit uns die Orks gefangen genommen und zur Arbeit gezwungen haben. Die Arbeit ist hart und die Bastarde haben keine Gnade. Wer schwach ist, ist tot. Ich will hier abhauen. Egal wie. 28. Tag.
mussten die Stollen noch weiter in den Berg hineintreiben. Der Vorderbereich ist schon gigantisch, wenn ich nur wüsste, für was wir das tun müssen. 67. Tag. Ich habe erzählt bekommen, dass diese Priester der Orks keine Herzen mehr hätten. Aber wie können sie leben? Außerdem habe ich das Schwert gesehen, vor dem sich die Priester fürchten. Hätte ich es nur, würde ich es ihnen in den Körper jagen. 78. Tag. Das Schwert liegt in einem Raum im vorderen Bereich des Tempels, wird aber von einem Priester bewacht. Ich werde flüchten. Mein Tagebuch lasse ich hier liegen. Vielleicht hilft es irgendjemandem einmal. Okay, gut. Da hat jemand geistesanwesend Hinweise hinterlassen, wie wir uns an ein Schwert kommen. Also, dass es ein Schwert gibt, vor dem die Priester Angst haben. Ich meine, bisher hat unser Schwert auch gut gegen die Priester funktioniert. Aber ich meine, ich nehme auch bessere Schwerter. Kein Problem. Absolut kein Problem. Wo kommen wir denn hin? Sieht so ein bisschen aus, als gäbe es da wieder ein Grab für irgendeinen Priester. Ork. Ork. Kommst du her? Komm, Ork. Genau. Komm her. Ja, dann musst du jetzt nicht hier erst noch rumtanzen. Das ist absolut nicht notwendig. Ich treib dich mal an die Wand. Tja, so. Ja. Gut, ich kann jetzt mal an dieser Stelle folgende Ankündigung machen. Ich habe diese Folge schon mehrfach gemacht und das Spiel stürzt immer ab, sobald ich diesem Grab zu nahe komme. Das Problem ist anscheinend, dass es irgendein Soundfile gesucht wird, dass es aber nicht ist, weil wahrscheinlich einfach bloß der Hinweis darauf in dem Spiel falsch verlinkt ist und deswegen der Soundfile nicht findet und das stürzt halt das Spiel ab plus Aufnahmesoftware und deswegen kann ich mir die ganze Folge schenken, so wie ich aufnehme. Das ganze Problem lässt sich aber beheben, wenn ich in der Gothic Innie den Sound komplett ausstelle, komischerweise. Deswegen, tut so leid es mir tut, werde ich jetzt an dieser Stelle diese Aufnahme beenden. Mal schauen, ob ich das dann in eine Folge zusammen schneide. Aber für die nächsten Minuten, also für den Teil, den ich mich hier in dem Raum aufhalte, wird es keinen Ton des Spiels geben. Von daher sage ich an dieser Stelle mal, wir sehen uns direkt wieder. Ich muss eben hier Sachen umstellen und so. Bis gleich, ne? Hallo und willkommen zurück bei Gothic zu einer soundlosen Folge. Ja, es wird weiter im Hintergrund, wird die Musik, die im Hintergrund läuft, wird weiterlaufen, aber es wird jetzt keine Soundeffekte geben. Ja, man sieht, normalerweise, wenn ich das Schwert ziehe, kommt ja dieses Geräusch. Das gibt's jetzt nicht, das weil ich das abgestellt habe, weil ein Waffenziehgeräusch von einem Gegner, den wir hier in der Nähe haben, zu Abstürzen führt. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal weiter. Da sollte es jetzt nicht abstürzen. Ja, sieht so aus. Ja, tut mir ein bisschen leid, dass das so ist, aber ich habe leider keinen anderen Weg gefunden, das zu beheben, weil ich leider nicht diese Verlinkung ändern kann und den richtigen Verweis machen kann. Und ich auch keinen irgendwie Bugfix von irgendwelchen Spielern gefunden haben in der Zeit, wo ich danach gesucht habe. Aber halt diese Lösung gefunden habe, einfach die Soundeffekte abzustellen. Deswegen werde ich jetzt hier für ein paar Minuten ohne Soundeffekte machen. Ich werde jetzt auch die Soundeffekte nicht irgendwie versuchen, selber zu vertonen, weil das wahrscheinlich relativ gezwungen rüberkommt. Es tut mir halt leid, aber es gibt wenigstens noch die Hintergrundmelodien. Aber ich muss den Schalter noch benutzen können. Komm. Schalter, genau. So. Aber wenn es keine Soundeffekte gibt, kann ich ja, falls es Gespräche gibt, kann ich ja zumindest die Gespräche vertonen. Man sieht ja weiter die Untertitel. Dann kann ich ja versuchen, da irgendwie die Stimmen zu improvisieren, während das da passiert. Aber ich werde jetzt nicht irgendwelche Schwertgeräusche und Ork-Todesgeräusche nachmachen oder sowas. Das finde ich jetzt dann doch ein bisschen übertrieben. Hi. Wollt ihr nicht lieber sterben, meine lieben Dämonen? So, noch weitere Mistdämonen weniger und ich benutze den Schalter. Ja, warum ich diese Schalter überhaupt drücke, wie wir sehen, ist dieses komische Gebäude oder was immer das ist, befindet sich da ja auf so einer Insel, zu der wir keinen Zugriff haben, aber es gibt eine Brücke, da ganz am Anfang, wo wir die Folge angefangen haben, die jetzt aber gerade noch nicht ausgefahren ist. Um diese Brücke auszufahren, müssen wir halt
einmal hier rundherum im Kreis laufen und die Schalter betätigen, die von Dämonen bewacht werden, damit diese Brücke ausgefahren wird, weil rüberspringen kann man meines Wissens nach nicht, zumindest nicht mit irgendwelchen unlauteren Hilfsmitteln. Deswegen müssen wir diese Schalter betätigen. So. Hier ist nur ein Dämon. Was ist los? Hast du deinen Kollegen vergrault oder was? Komisch. So, und wie wir jetzt sehen, fährt jetzt tatsächlich da eine Brücke aus, nachdem wir eine Kamerafahrt zu den Gebieten davor machen. Jetzt, wo diese Brücke da ist, können wir da tatsächlich auch rübergehen und zur Quelle des Soundbugs aufbrechen. Oh, hier liegen noch Sachen rum. Die nehme ich doch noch mit. Ich hoffe, ich habe in den anderen Räumen nichts übersehen. Wenn jetzt welche von euch davor saßen und gesehen haben, so in Augenwinkeln, oh du Idiot, da war ein Stärketrank, den du nicht mitgenommen hast, dann ist das halt so. Ich werde jetzt nicht nochmal in die Räume reingucken. Ich glaube, dass da nichts besonders Wichtiges ist, aber ich kann mich natürlich auch irren. Ja, so. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwas war, oder? Gehe ich jetzt doch nochmal rein? Ich gehe doch nochmal kurz rein und werfe mal einen kleinen Blick in die Ecken. Aber ich sehe da, glaube ich, nichts. Hinten noch was? Das sieht irgendwie so komisch aus. Tatsächlich, hier gibt es eine Heldenschneide. Ist das ein Schwert? Ah, ist noch schlechter als die Blutschneide. Es hat natürlich einen coolen Namen. Und sieht auch einigermaßen fancy aus. Ich mal so die Schwerter vergleiche. Aber ich denke, ich bleibe beim Rachestahl. Mein Aussehen ist ja auch gut. Ich habe jetzt die Äxte wegen des Aussehens gemobbt und benutze sie nicht. Aber jetzt noch ein weniger gutes Schwert machen wegen des Aussehens, weiß ich nicht. Ich finde auch die Racheschneide sieht auch ziemlich gut aus. Man hat so ein dickes Blatt unten und oben noch so ein paar Zacken, die man jetzt gerade nicht sieht, weil die Robe da so ein bisschen im Weg ist. Diese komische Mütze von der Robe, die wir gar nicht aufsetzen. Oder was das sein soll. Bin mir nicht sicher, was der obere Robenteil genau bezwecken soll. Ich denke mal, dass das so eine Mütze ist, die man sich aufsetzen könnte. Aber sicher bin ich mir da nicht. So, hier geht's rein. So, was macht ein nicht ganz so gewiefter Jungabenteurer? Oh, ich gehe hier rein. Ja, ich versuche jetzt mal hier das auszulösen, was dann passiert, ohne daran zu sterben. Ja, wie man sieht, wenn man versucht, hier reinzulaufen, dann fährt diese Falle aus. Die fährt auch jetzt, wenn ich mich weiter bewegen würde, würde die, glaube ich, auch wieder ausfahren. Von daher gehe ich nicht hier vorne rein. Auch dieses ganze Blut und so und die Leichen sollten einem da auch durchaus Hinweise darauf liefern, dass man da nicht reinstürmen sollte. Sondern es gibt wie immer, gibt es einen kleinen Trick. Nämlich, es gibt ein sehr komisches Loch auf der Rückseite dieses Grabs. Nämlich das hier, wo man so einsteigen kann. Ah, und da sehen wir das wieder ein Priester und da liegt ein Schwert. Das sieht auch schön aus. Aber erstmal zu dem Priester. Warte mal, ich kann ja eben noch heilen, wenn er mich eh nicht angreift. Aber bisher waren die Priester nicht besonders gefährlich, weil ich relativ schnell in deren Nahkampfreichweite gekommen bin und dann waren die relativ ungefährlich. Uch, sollst die Waffe nicht wegnehmen. Irgendwie macht sein Feuerangriff auch kaum Schaden wegen unserer hohen Feuerresistenzen. Oh, Stufe aufgestiegen, wunderbar. Du Idiot, Soundbug. Ich glaube, dass er das war, weil immer wenn ich ihm zu nahe gekommen bin, dass man das Geräusch gehört hat, wie er seine Waffe zieht, weil er gespawnt ist ab einem bestimmten Bereich, ist immer das Spiel abgestürzt. Aber was ist das denn für ein hübsches Ding? Oh, komm her, hübsche Waffe. Ein sonderbares Schwert. Aha. Interessant. Es ist ja sonderbar. Kann ich das sonderbare Schwert auch benutzen eigentlich? Nee, kann ich nicht. Ist das hier bei den Waffen? Sieht nicht so aus.
Nee. Schade. Ich würde das sonderbare Schwert auch gerne benutzen. Ein wundervoll gefertigtes Schwert. Uralte Runen wurden in die Klinge eingraviert. Vielleicht kann Xardas diese Runen entziffern. Bevor das Schwert nicht identifiziert ist, lege ich es besser nicht an. Na, nicht, dass es irgendwie explodiert, ne? Vielleicht ist es ein Explosionsschwert, das, sobald man es anlegt, explodiert. Oder ein Berserkerschwert, das einen zum Berserker macht, sobald man es anzieht oder sowas. Das weiß man ja nicht. Da muss man das erstmal identifizieren lassen vom Magier seines Vertrauens, ja. Und weil es hier kein Deckard Cain gibt, dann gehen wir halt zu Xardas. Der wird das auch schon wissen. Du siehst ja auch wieder durch das Fenster raus eigentlich. Da bin ich mir nicht sicher. Ich mach's einfach mal. Das ist gar nicht die Rückseite, das ist auf der linken Seite. Wenn ich einfach bloß hier lang gehe, müsste ich den Weg abkürzen können. Ja, na gut. Damit bin ich hier raus. Mache ich jetzt die restliche Folge auch noch ohne Soundeffekte oder will ich nochmal speichern und eine neue Aufnahme machen und das dann zusammenschneiden? Ich glaube, ich mache tatsächlich einfach eine neue Aufnahme. Ich gehe aber aus Sicherheitsgründen gehe ich nochmal weit von dieser Bugquelle weg. Und gehe einfach mal hier lang. Irgendwo, wo es hoffentlich relativ sicher ist. Oh, da liegt ein Crawler in der Lava. Huch. Na gut, dann werde ich hier jetzt nochmal das Spiel und die Aufnahme neu starten. Diesmal wieder mit Soundeffekten und man sieht sich dann in der nächsten Aufnahme gleich wieder. Ich sag dann mal, bis später, tschüss.